Nein. Deutsch? Ja. Bitte. Es geht um die Österreichische Frauenföderation für Weltfrieden. Da oben rechts ist das Logo von der Internationalen Frauenföderation. Schau mal, wie geht es weiter? Ja. Grundsätzlich Medienarbeit. Zuerst habe ich den Titel Social Media. Ja. Es geht nicht nur um Sozialmedien, sondern Medien grundsätzlich. Und die Österreichische Frauenföderation ist ein Teil des Internationalen Frauenföderations. Und meine, also was Medien betrifft, geht es um die Internationale Frauenföderation. Ich unterstütze auch die europäische Ebene, der UNO, Europa und Mittleren Osten. Und in dem Sinne sind dies die verschiedensten Bereiche, die alles eigentlich in einer Einheit Frauenföderation für Weltfrieden bilden, und Österreich ist ein Teil davon. Das ist alles in Englisch geschrieben, das kann man aber sehr leicht übersetzen, glaube ich, und ich stelle es gern zur Verfügung und kann es auch auf den sozialen Medien weiter teilen, wenn gewünscht. Ich habe vor einigen Jahren das YouTube-Kanal für die Frauenföderation gegründet und mein Bericht bezieht sich nur auf das Jahr 2023. Hier zeige ich aber, YouTube ist der eine Kanal, Facebook ist auch ein Teil der sozialen Medien, Instagram und Webseite. Lass mich euch erzählen, vor einem Jahr bis zum Mai hat die Europäische Frauenföderation Exekutive mir den Auftrag erteilt, den Europäische Frauenföderation Webseite zu löschen. Mach es zu, es macht, es tut keiner betreut es und es wird nicht weitergeführt. Ich habe mich geweigert, weil das habe ich schon einmal auf der österreichischen Ebene gesehen, dass vieles dann von Aktivitäten und Berichten sind verloren gegangen. Und man kann sehr, sehr viel mit YouTube, mit Facebook, mit vielen anderen Bereichen überbrücken, aber alles hat seinen Platz. Wie jeder von uns ganz verschieden ist, sind wir auch manche mehr geneigt zum YouTube oder Twitter oder was, die, alle anderen Kanäle. Hier befasse ich mich nur mit den Kanälen, die für mich relevant sind oder wo ich mich beteiligt habe. Facebook gibt es auf der europäischen Ebene und Österreich hat auch eine Facebook-Seite, die Renate betreut. Also da bin ich, also ich habe es gegründet, aber grundsätzlich habe ich es übergeben und mache nicht sehr viel. Ihr könnt alle da mitmachen auf der Facebook-Seite, weil soziale Beteiligung in diesem Sinne ist die Likes, das Teilen, das Weitergeben. So kriegen wir unser Gesicht und unsere Reputation und unseren Bekanntheitsgrad. Ich bin auch beauftragt worden in zweiten Hälfte von letztes Jahr einen Instagram-Kanal für die Frauenföderation Europa zu gründen. Habe ich dann gemacht und dann nachher nach der Konferenz in Zypern hat noch eine so einen Kanal gegründet. Jetzt gebe ich euch ein paar Zahlen, weil es geht um Berichterstattung. Das YouTube-Kanal von der Frauenföderation hat im letzten Jahr 100 Subscribers. Subscribers in Deutsch? Abonnenten dann überschritten. Das war mir ein Anliegen, dass wir über 100 kommen, damit wir auch Lives machen können, direkt über YouTube. Und wir haben jetzt 121 Abonnenten auf der Europäischen Frauenföderation YouTube-Seite. Und es gibt viele andere
YouTube-Seiten von Frauenföderation international und auch Europa. Da seht ihr die Zahlen. Da habe ich dann vieles von was heute berichtet war schon dort aufgeteilt. Die Her Story gab es fast alle 2 Monate oder noch öfters. Ich glaube, es fehlt nur eins, weil leider Gottes ist der Aufzeichnung zu mir nicht gekommen. Das Europäische Konferenz, das wir in Zypern hatten, das bezieht sich von 24 Videos von der ganzen Konferenz, die aufgenommen worden sind von einem Profi-Videofotografen, einem gebürtigen Zyprioten, der uns unterstützt hat, der ganzen Konferenz. Und wie gesagt, die UN Side Events waren manche persönlich, Hybrid und anfangs auch sehr viel Zoom-Konferenzen. Und da habe ich sehr viel unterstützt mit Zoom-Konferenzen und Treffen. Auf dem YouTube-Kanal findet man auch Links in Playlists zu den anderen Kanälen von der Frauenföderation und ein paar Videos von Spanien und die Slowakei, wo die noch keinen eigenen YouTube-Kanal haben, aber die Videos kann man finden auf der Frauenföderation Europa-Seite. Wie gesagt, es geht ums Teilen, ums Schauen und Liken. Also da sieht man die Zahlen hier auf YouTube. Sind sehr, sehr niedrig. Da kann man viel, viel mehr machen, wenn man schaut und liked und weiter teilt. Also wenn ihr irgendwas findet, das euch gefällt, bitte weiter sagen, weiter liken und teilen. Das bringt unsere Bekanntheitsgrad in der Höhe. Facebook, Europa-Seite, da seht ihr die Zahlen. Da seht ihr, wer sind die Leute, die da anschauen. Und wie viele Leute haben geschaut. Und wo kommen die Leute her? Und noch detaillierter. Ist Italien, Rom, 27 Personen haben. Eigentlich, ich glaube, diese Zahlen beziehen sich nur auf den letzten Monat. Also das sind die jetzigen Zahlen von den letzten 28 Tagen. Österreich, andere Zahlen, andere Verhältnisse. Da lade ich euch alle wieder ein. Da könnt ihr da mitmachen und die Zahlen ein bisschen in der Höhe treiben. Mann-Frau-Verhältnis. Woher kommen die Leute? Wie viele? Und detaillierte? Sogar 2 aus Wales, 2 aus Lisbon. Instagram. Also da habe ich vor ein paar Monaten eben diese Instagram-Seite gegründet. Und das ist die andere Seite, die einen Monat später gegründet worden ist. Also mein Appell an euch, wenn wir zusammenarbeiten, genauso mit UPF, mit Familienföderation, Frauen zusammen und Frauen und Männer, da sind wir viel, viel erfolgreicher, da können wir viel, viel mehr tun. Und es geht eben um diese Zusammenarbeiten, Zusammenkommen. Also diese Beziehung geben und nehmen. Und da möchte ich euch allen einladen, da mitzumachen, weiterzumachen und klicken, liken, sprechen, reden drüber, lesen, schauen. Da zeige ich euch die verschiedensten Logos, die auf die verschiedensten Bereichen eben existieren. Und das ist das Ende meiner Berichte.
Dankeschön.